Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück in Dantoria. Hallo Mulenya. Hallo Malkondo. Und hallo Wusimu. Hallo. Hallo. Ja, wir haben den guten Wusimu wieder da, der möchte heute Steine klopfen für uns. Ja. Und wo sind die Mulenya jetzt hin? Komm doch mal hierher. Ich bin unterwegs. Bist du schon unterwegs? Weil ich habe da noch eine Rechnung offen. Zack. Ah ja, okay. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, je, es ist wieder nur Spielerei hier. Ja, haltet bloß Abstand. Weg, weg. So, Schluss jetzt. Dann nimm du doch mal den Wusi mit irgendwie und zeig ihm mal, das ist ja deine Steinabbaufirma. Ja. Meine Firma. Deine Firma. Du machst jetzt an der Taverne weiter, ne? Naja, ich versuche da mal ein bisschen weiterzumachen. Gut, okay. Gut, dann viel Spaß beim Steineklopfen, Wusi. Ja, dann holen wir dir erstmal Zeug. Huch. Geh weg da. Ey. Ach so, du bist einfach. Ja, ich muss hier rein. Na, hörst du mal auf damit? Ich habe doch gar nichts gemacht. Mir direkt vor der Nase rumzurennen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Weißt du, ob wir noch irgendwo Tropenholz haben? Hier sind Steinspitzhacken. Ja. Das ist ja übel. Die kann er vielleicht gleich mal mitverbrauchen. Ach, du willst immer alles verbrauchen? Sowas wirft man weg. Das ist eine Konsumgesellschaft, ne? Ja. Haben wir nicht hier... Da haben wir Eisen, so. Sag mal, hatten wir nicht Tropenholz? Weiß ich nicht, ob du noch Tropenholz irgendwo hattest. Anscheinend nicht. Das ist anscheinend schon alles weg. Doch, warte mal. Kies, Fichtenholz, Eichenholz. Eieiei, habe ich das doch schon alles verbraucht? Hier nur noch diese zwei Stück. Dann gehe ich jetzt als erstes mal Tropenholz farben, ne? Ja, viel Spaß. Danke. Hol ich vielleicht erstmal noch, So. Eben überlegen. Jetzt erstmal Rüstung für dich. Nein, ich hol Tropenholz. Holz brauche ich noch. So. Das war doch Richtung altes Haus, ne? Ja, ein kleines Stückchen weiter, glaube ich, noch dann, ne? Genau, genau. Irgendwie so war das. Also hinten vorbei irgendwie. Ich mich da so richtig erinnere. Ja, ich glaube ja. So, Spitzhacken. Willst du dann eigentlich hier am Cobblestone-Generator oder willst du lieber in die Höhle? Wir können dich höchstens noch Eisen oder so. Ja. Diamanten. Also, Diamanten. Oder Diamanten. Und dann gebe ich dir mal Holz, aber nicht einzeln. Das gebe ich dir so. Und da hast du noch Eisen. Und dann kannst du selber entscheiden. Und der Rest ist in den Kisten. Bedien dich einfach. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die olle Timbermod jetzt hier funktioniert. Mhm. Wahrscheinlich wieder nicht der Fall. Also bei mir ist das momentan so, dass sie nur funktioniert, wenn sie Lust hat. Ja, ist bei mir auch so, die geht nicht. Und Sonntag streikt sie dann eigentlich generell. Aha. Super, bei mir streikt sie auch. Ich find das absolut nervig. Ja, aber da kannst du nichts machen. Das ist einfach so. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich finde das voll nervig. Denn das ist schon eine geile Mod, würde ich sagen. Ja, ist es. So, was haben wir denn hier? Also ich muss sagen, auf Singleplayer funktioniert sie eigentlich meistens. Ja, natürlich, aber das scheint irgendwie mit diesem Server, mit der Servergeschichte und auch mit dem LAN irgendwie, da funktioniert das ja auch nicht. Ja. Also des Öfteren zumindest mal. Okay. Ha, Wusimu ist weg. Wo bist du hin? Die Hölle. Ah, okay. Wird mal weg. Einfach weg. Tja, Wusimu muss arbeiten. Ja, schwer schuften für uns. Ja. So, dann gehe ich mal hier an meine Steinfabrik. Deine Steinfabrik? Meine Steinfabrik. Wir hatten beim letzten Mal ja schon ein paar Setzlinge mitgenommen, ne? Ja, aber kann man nie genug haben. Ja, natürlich, ist schon richtig. Also von dem her darfst du gerne welche mitbringen. Ich werde es mal versuchen, also... So. Also ich muss sagen, ich bin hier mit dem Dach noch ein bisschen unschlüssig.
Was von deiner Fabrik da? Ja. Das Fabrikdach. Genau. Autschen. Was hast du denn jetzt gemacht? Ach, ich bin vom Baum gefallen. Man klettert doch auch nicht auf Bäumen rum. Warum nicht? Das macht man nicht, bist doch kein Affe. Naja. Na toll. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Finde ich nicht komisch. Als ich gerade sagen wollte, du bist doch kein Affe, kam ich ins Stottern, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Ja, weil ich gedacht habe, Mensch, du kannst doch nicht so lügen. Also, du machst dich gerade unbeliebt, ne? Also sei ganz vorsichtig. Bei wem? Na, bei mir. Das macht nichts. Damit kann ich leben. Wir sind heute ganz witzig, ne? Ja, und so nett. Ich auf jeden Fall. Ich bin nett. Nachts. Ich bin immer nett. Manchmal. Ich bin immer nett. Manchmal. Immer. Oder, Wusimo? Ich bin immer nett, ne? ja, toll. Er enthält sich. Ist wahrscheinlich auch das Schlauste. Meine Güte, ey, ich habe heute Frösche im Hals, du, das gibt's gar nicht. Die quaken in einer Tour rum. Echt? Ja, ja. Hörst du das nicht? Quak, quak. Ich höre nur dich rumquaken. Quak, 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 quak. Was machen wir denn hier hin? Hier machen wir Dings hin. Wie viel habe ich jetzt überhaupt hier? 44, das ist ja noch nix. Oder? Wird das dunkel? Das mag sein. Das finde ich aber ganz schön doof. Ja, ich auch. Das muss ich echt überlegen hier mit dem Dach, ne, wie ich das am besten mache. Und hier ist es so dunkel. Dann komme ich wohl mal wieder zurück. Durch. So langsam. Denke ich mal. Ja, ich müsste hier mal durch. Du müsstest durch? Durch meine... Oh, verdammt, falscher Stein. Durch mein Cobblestone-Ding. Nee, ich komme so ran. Okay. Ich muss da irgendwie mal Licht machen. Hier ist das verdammt dunkel drin, ne? Mach doch mal Licht. Hab ich doch jetzt gerade. Hast schon Licht gemacht? Ja. Ja, ist sehr spitze. So, dann muss hier aber nochmal Licht hin. Mach das da rein, ne? Ja, das machen wir so. So und dann so. Autschen. Oh, das ist ja schon ganz dunkel. Ja, wir sollten jetzt mal schlafen gehen. Hat Wusimo überhaupt ein Bett mit? Nein. Ab jetzt schon. Ah, jetzt schon. Gut. Ich glaube, da unten stand auch auf eins, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, du hab das Bett vom Dampfli genommen. Ah, okay. Aha. Also ich lieg schon. Ja, ich bin gleich da. Ich bin schon unterwegs. Ich laufe jetzt gerade an der Taverne vorbei, an der zukünftigen. Ach, aber Wusimu ist ja auch schon oben. Ja. So, gute Nacht. Tüdelüdelü, huch. Guten Morgen. Mitten im Wusimu aufgewacht. ja. Also hier ist noch Tropenholz in der Kiste hier, ne? Ach, noch 3 Stacks Holz, also ne, richtiges Holz so. Du meinst Baumstämme? Genau. Scheibe. Sowas sagt man nicht. Man sagt nicht Scheibe? Nein. Warum nicht? Wenn man das nicht sagt. Na gut. Das schickt sich nicht. Das schickt sich nicht. Ach, was mache ich denn jetzt mit diesem blöden Dach? Das weiß ich nicht. Abreißen. Nee, abreißen ist ja doof. Wir brauchen das ja. Wir brauchen das ja rein. Ja, hast auch wieder recht. So, jetzt kann ich endlich bei der Taverne weitermachen. Wo ist denn hier die Mitte? Huio. Machen wir eins höher hier noch. So, habe ich noch eine Schaufel dabei? Hier habe ich natürlich das letzte Mal verkackt, ey. Was hast du die? Verkackt. Verbraucht. Du bist aber obszön. Ich bin nicht obszön.
Nenn mich nochmal obszön, du. Flöte ich dir ein, dass dir Hören und Sehen vergeht. Ja, nee, ist klar. Ach, verdammt. So. Ich habe keine Steine mehr. Muss ich mir welche machen? Das nützt wohl nichts, ne? Nee. Ich brauche gebrannte. Schon wieder? Ja, immer noch. Immer noch. Und noch Holz fürs Dach dann. Ein Holzdach? Ja, denke ich, ist das Beste, oder? Au, ja, klar. Warum nicht? So. Verdammt. Das ist so nicht ganz richtig. Gucken, hatte ich das da auf der anderen Seite ja auch ganz runtergezogen. Huch. Hä? Hast du was gesagt? Nö. Ich, ist nur laut gedacht. Nur laut gedacht, genau, genau. Sonst nicht. So, das. Nee, das nicht. Mal gucken, jetzt kann ich da nur einen drüber. Und das ist das so. Ich bin ja schon sehr gespannt, wie das am Ende aussieht. Ja, ich auch. Gucken, was du da so draus machst. Mhm. Hier irgendwo Birkenholz. Müssten wir noch haben. Nein, ich meine Eichenholz. Eichenholz haben wir aber noch. Eichenes Holz. Eichenholz. So. Au. Wer hochsteigt, kann tief fallen. Jetzt kommt er mit seinen Weisheiten. Mhm. Oh Mann. Kies wieder abbauen hier. Oh, mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch too many items an. Too many items? Ja. Das habe ich bestimmt auch noch an, mal gucken. Ich hab's Nein, mal, es ist aus. Ich habe es mal ganz brav ausgeschaltet. Ja, ich hab's schon aus. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Jetzt brauche ich auf jeden Fall für innen drinne den Wandstein sozusagen. Wandstein? Ja. Was nehme ich denn da? Nehme ich da... Naja, Cobblestone will ich nicht nehmen. Ich nehme hier Dings. Ich glaube, ich nehme hier... Wie heißt die Dinger? Steinziegel. Ja, aber lass meine Steine in Ruhe, die da im Ofen brutzeln. Wieso muss ich dafür... Ach, mit Cobblestone geht das nicht, ne? Nein, du musst... Ich muss gebrannten Stein haben. Gebrannten Stein haben, ja. Das ist mir vielleicht alles ein... Ich glaube, du kannst dann fast den Rest haben. Das hier muss ich mir wahrscheinlich erstmal selbst Cobblestone abklopfen. Ja, kannst du ja bei mir hier tun. Ich habe aber auch noch 16 habe ich noch in der Tasche. 16 Cobblestone? Viel, ne? Was denn? Odo, kannst du mir runterkommen? Hast du schon was da? Ja. Dann komme ich gleich zu dir. Au. Was jetzt? So, also Steinziegel habe ich aber auch noch ein paar. Ich weiß aber nicht, wie viel ich brauche noch. Ja, ich mache mir jetzt erstmal Zaun. Zaun? Ja, ich muss doch für die... für den Balkon. Ah. Ich weiß nur gerade gar nicht, wie viel ich da machen muss. Wahrscheinlich wieder ewig viele. Komm, ich mache das anders, so ist das Mist. Zack, 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 zack. Zip. Zip. Ja. 20 Stück, ja, die werden nicht reichen. Au, ich bin vom Dach gefallen. sowas. Das macht man auch nicht. Ja, das habe ich auch gedacht, aber da war es dann tut schon nämlich zu spät. Weh. Da war ich schon unten. Da warst du schon unten? Ja. Okay. Oh.
So, wie viel habe ich jetzt? 36, Mensch, das wird ja überhaupt nicht mehr. Egal, ich nehme mir. Ach, scheiße. Ich nehme erstmal das, was ich kriegen kann. Elf Stein. Also, wenn du da mit deinen Steinziegeln fertig bist und so, sagst Bescheid, ne? Ja, brauche ich noch. Gut. So, jetzt will ich doch mal eben schauen. Ja, mir reichen meine selber nicht. Tut mir leid. Na gut. Ich hatte eigentlich erst vor, das Dach anders zu machen. Aber ich befürchte, das sieht blöd aus. Ein blödes Dach? Ja, das wäre nix. Ich mach das so. Nee, das ist blöde. Das reiß ich nochmal ab. Da. Jetzt bin ich schon wieder vom Dach gefallen. Das passiert dir aber oft, du. Ja, ich habe so das Gefühl, meine Shift-Taste funktioniert nicht mehr richtig. Deine Shift-Taste? Ja, die habe ich wahrscheinlich durchgedrückt schon. ja, okay. Wenn du das sagst. Okay, der muss auch noch auf hier. Oder von Treppenstufen rutscht man halt einfach runter. Ich weiß es nicht. Das passiert mir eigentlich immer nur, wenn ich mit Stufen hantiere. Dass ich da runterfalle. Tatsächlich. Ja. Dann solltest du vielleicht nicht so viel mit Stufen rumhantieren. Dann kann ich keine Dächer mehr machen, muss ich Flachdach machen. Machst du Flachdach? Aber Flachdach ist doof. Ach, dir passt aber auch nix. Ja, es sieht doch nicht gut aus. Oh, ich sehe gerade, ich sollte mal was essen. Mal zwei Steaks reinpfeifen hier. Gleich zwei, gleich wieder übertreiben. Na, was sein muss, muss sein. So. Das ist aber blöd. Was ist blöd? Jetzt hier den Zaun hinzusetzen. Ne, das geht so gar nicht. Hilfe, brauchst du das Bescheid, ne? Ja, komm mal vorbei gleich. Ja, wir müssen eh gleich ins Bett. Müssen auch gleich ein Part beenden. Ja, dann komme ich sofort zu dir. Ist gleich schon soweit. Buch? Verdammt. Ach doch, ich habe eine dabei. Da. Okay, es wird dunkel. Ach da. Ich komme. Ich habe mal Diamanten gefunden. Ja, ah, Diamanten super. Sind super. Wie das kommst ist, ja, denn du da hoch? Spitzenmäßig. Hier an der Seite. Ja, ich sehe es. Hier, Achso, ja, ach klar, ich habe ja schon die Treppe gebaut. Guck dir das mal an, weil ich muss jetzt den Zaun hier ganz rüberstellen. Ja, aber weißt du, es gibt da eine Lösung. Und zwar, indem du das so machst. Meinst du, da einen reinsetzen? Sieht das nach was aus? Das sieht gut aus, das hatte ich ja so geplant. Ach so. Siehst du? Okay, ich war auch wieder der Meinung, dass du das nach draußen hattest. Und dann müsstest du die Türen eigentlich dann hier hinsetzen können. Oder lässt es offen, je nachdem. Ja, ich denke, das werde ich offen lassen. Okay. Okay, alles klar, dann kannst du wieder gehen. Und tschüss. Und tschüss. Ich muss mal eben in der Metzgerei vorbei. Ein bisschen Fleisch besorgen. Aber dann kommen wir hier hinten nicht rum. Schweinefleisch. Muss man ganz außen rumlatschen. So. Holz. Also so richtig klappen tut das nicht. Nein? Nein. Du wirst doch schon eine Lösung finden. Du wirst das schon machen. Naja, das ist natürlich sehr einfach jetzt. ja. So, ich würde sagen, wir gehen da mal pennen. Mhm. Ja, ich bin schon im Haus. Und danach machen wir mal Partende. Ja, ich bin schon im Haus. Ja, ich bin jetzt auch gleich im Haus. Schwupp und schwupp. Ich leg mich schon mal ins Bett. Ja, ich... Ja, du bist nur am Rumpfummeln da, ich seh's. So, ich lieg auch. Du liegst auch, ja, schön. Dü-lü-lü, zack. Sehr schön. Da ist die Nacht schon wieder vorbei. Ja, so schnell kann das gehen. Mhm. Sagtest du nicht was vom Partende? Ach so, ja, genau. Stimmt, wir wollen den Part beenden. Bist du jetzt hingerannt? Mann, mal rennen sie alle weg. Ich bin mal ganz alleine hier. Ja, dann komm doch hierher. Hallo. Hallo, ho, 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 ho. Komm jetzt zu dir hoch, hallo. So,
Okay, dann bis zum nächsten Part. Genau, bis denn. Ciao. Und tschüss. Tschüss.